Luftschwein und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bildet. Und ich habe beschlossen, hier kommt so ein schönes Mauerchen hin. Weil das Mauerchen, Mauerchen. Und so. Mhm. Finde ich schön. Und dann unsere Italia Techno-Trends-Kneipe muss. Das ist gar keine Kneipe, was erzähle ich? Why are you talking about a Knoop? I don't know, man. I don't know. Oh, hier gibt es Crash is the Ace. Der Eis. Oh, Mann. Please stop it! He's the Ace of Spades! That escalated quickly. He's the Ace of AIDS! Ha! Not even funny at all. Andi, füll mal da hinten ein bisschen aus. Was? Füll mal aus! Wie? Ja, da hinten irgendwie ist noch so leer in der Ecke. Ja, ich muss hier noch Eissorten hinbauen. Und hier, ganz wichtig dann: Erdbeere. So, damit hier jetzt nicht kleine, eklige Kinder reingrabbeln, gibt's hier erstmal den Security-Check. This is the Security-Check. Wisst ihr, was mich unter Stress setzt und in, wenn Nein. ich gefragt werde, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Was wünschst du zu Weihnachten? Mein Vater hat da Druck gemacht. So. Ja, das ist ja was anderes, aber wenn zum Beispiel meine Tante mich fragt. Boah, bei meinem Opa ist das mega entspannt. Der sagt... Geld. Wir lösen das wie jedes Jahr, ne? Signed und gut. Money in the paw, what you gonna do? Nee, bei mir wird kein Geld verschenkt. Ich werde meinen Enkelkindern auch kein Geld zu Weihnachten schenken. Mimimi! Lieber Online-Buchgutscheine oder was? Nö, ich mach mir kranke Gedanken. Ja, wenn du nichts mit deinen Kindern zu tun hast, mit deinen Enkeln zu tun hast und die sich keine Gedanken, nichts mit dir zu tun haben. Andi, wenn ich 80 bin, ich weiß doch, wie. Weil du hast sowieso nicht so viele Enkel. Du kannst gar nicht so. Ich kann gar keine Enkel haben. Du kannst keine Enkel haben, weil du keine Kinder kriegst? Bist du impotent? Andi ist impotent. Ach, nee. Also ich meine Neffen. Ich rede aber gerade von Enkelkindern. Ich rede von Neffen. Also ich kann Neffen. Keine Neffen kriegen. Oder das haben. Ich habe auch gerade von Enkelkindern geredet. Also außer natürlich... Es gibt da eine unbekannte... Außer die Frau hat natürlich Geschwister. Lass uns aufhören, darüber zu reden. Weiß einer noch von euch, wie das ging, so randomized Sachen zu setzen? Jo. Und so anteilsmäßig? Klar. Ich glaube Block, Zahl? Ja, habe ich jetzt auch versucht, aber es geht nicht. Vor allem mit Z oder was? Machst du einfach per Hand. Nee, ich wollte jetzt cool sein und coole Moves am... Soll ich es im World Edit Wiki nachgucken? Ja, guck's mal bitte nach, würde mich jetzt mal interessieren. Ich toggle derzeit in die. Toggle sie da. Das macht Don öfters. In die toggeln? Ja. World Edit. Ja. Usage. Usage. List Usage. Of... Usage. Usager. Lol. Overlay ist auch eine geile Funktion. Man legt da wirklich drüber oder? Ja. Oder Walls ist auch geil oder Outline. Übelste Outlines. Du kannst sogar smoothen. Echt? Ja, du kannst einen Bereich smoothen. Angenommen, ich bin ein Krimineller und dann smoothst du mich. Was bin ich dann? Smooth Criminals! Nee, sah glaube ich vorher doch besser aus. Ich habe heute die Zirkus. Warte. Es gibt auch Naturalize. Sets 3 layers of dirt on top of the surface of the selection and then rock below. Toll, das brauchen wir nicht. Sag mir jetzt, wie das geht mit dem Anteil. Ja, ich gucke doch. So. Okay, du bist gerade so dicht am Mikrofon, dass es unangenehm ist. Also auf so eine aufdringliche Art und Weise. Nicht, weil du irgendwie übersteuerst. Kian klingt sondern, wie so ein Perversling am Telefon. Richtig, weil du Kian so richtig... Meine Freunde. Geh weg. Nimm das Mikro aus dem Mund. Auf dem Mikrofon einzublasen, Alter. Ich bin, glaube ich, so nah dran wie immer. Nur wenn man so... Das ist so... Kopfstimme. Kian! Hör auf. Ja, so nett.
Hast du jetzt mal 13 Fan New? Es gibt nichts. Doch, google mal. World Edit Percentage Fill oder so. Ah, hier. Complex Patterns. It is possible to paste more complex patterns. Blah. Setting percentages in the area. Set. Ja. Also dann die Prozentzahl. Ja. Ein Prozentzeichen. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Dann direkt dahinter ohne Leerstelle den Block. Ja. Und dann wieder eine Prozentzahl. Na, dann ein Komma. Oh, das ist kompliziert. Dann wieder die Prozentzahl, den Block und immer so weiter. Prozentzahl mit Prozent oder nur eine Zahl? Mit Prozent. Das trennt das, also Zahl, Prozent, Blockname, ohne Leerzeichen, alles. Hey, guck mal. Hey, ach, ohne. Also so hatte ich es jetzt. Alles ohne Leerzeichen. Ohne Leerzeichen. Überall. Ja, keine Leerzeichen. Außer for set. Und das Prozentzeichen? Ja. Tatsächlich. Achso, nee. Da war der Punkt noch vor. Lol. Lol. Guck dir das an, Andi. Alter, Randomize. Was ich ganz kurz ausprobieren will, ne? Das Haus hier ist ja eh noch nicht fertig, ne? Finger weg! Ich will das ausprobieren. Nein, was willst du machen? Lass das. Ich kann auch Undo machen. Nein, du bist inkompetent. Ich kann Undo machen, lass mich. Das glaubst du. Dann kick dich, Däum, dann kannst du es nicht. Sah übrigens manuell besser aus. Per Hand. So. Ja, was erwartest du, wenn es nur 8 Blöcke sind? Was passiert, wenn ich jetzt /smooth mache? Nee, ich glaube, ich mache. Okay, das Haus ist geschrumpft. Vor allem wurde der Boden angehoben. Ich fühle jetzt was Böses dazu ein, aber das sage ich jetzt nicht. Schmuch. Zu was? Was passiert, wenn man das hier smoost? Smoost. Alter! Andi, wenn jetzt der Baum. Andi, was machst du? Ey, ey, ich kann noch Undo machen. Alter, ich dachte, du hättest schon alles Undo gemacht und es wäre kaputt. Ey, nein. Alter, Andi, hör auf, du machst noch Frames kaputt. Ich hab doch extra nicht ins Haus gegangen. Ja, das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt, ne? Was passiert, wenn ich das ganze Haus hier smoothe? Was passiert, wenn ich dir dein Gesicht smoothe? Was hier, mit einer Flex? Übelste Outlines. Smooth. Das Gesicht muss noch mit Haut sein. Es passiert nichts! Das Gesicht muss ohne Haut sein. Oh, doch, es passiert was. Aber nur hier vorne. Es passiert nur was an den Kanten. Andi, kannst du bitte starten? Stop. Na. Ich würde gerne mit den Techno-Trans-Italiener weitermachen. Was passiert, wenn ich den Italiener smoothe? Andi! Ich hab ein Problem mit meinem Zebrastreifen, ey. Smooth all the Italians! Ja, guck mal, dann ist das Eiskab Smooth Criminal. Oh fuck! Was passiert hier? Lass es, ich verstehe den Witz auch nicht, das macht einfach keinen Sinn, du bist einfach unproduktiv und scheiße. Ich find's witzig. Stop being shitty, Andi. Andi, ist der Italiener fertig? Warum tust du überall Holz in die Ecke? Damit es gefüllt aussieht. Sieht gut aus. Nein. Fehlt übrigens noch Licht. Ey, du machst gerade meine Arbeit kaputt. Ja, du machst meine Arbeit kaputt. Ja, ganz Bruder. Bewusst, mein Freund. Bruder. Ja, ich kann hier nicht viel machen, leider. Hey, Bruder. Was passiert eigentlich, wenn wir unseren das Nein, unser du willst jetzt nicht die ganze Stadt smoothen. Ich will auch niemanden mehr schmusen. Ich schmuse dich gleich. Ah, komm her, Kinga. Ich bin schon ganz geil. Ha! Also ich bin ein bisschen begeistert von meinem Parkplatz. Man könnte es ein Meisterwerk nennen. Naja. Was? Nein. Sag mal, was hältst du davon? Was ist da jetzt so? Das sieht geil aus. Was jetzt, mein Parkplatz? Nein. Ja, das Ding davor, diese Mauer. Ja. Ja, davon sprachen wir. Sag mal, was hältst du vom Technotrans? Boah, gefällt mir nicht. So. Wieso gefällt dir das nicht? Obwohl, bringt ein bisschen Licht in die Stadt. Deichkind macht ein neues Album. Ich bin erfreut. Echt? Wann kam das letzte? Schon 2000? Weiß ich, was findest du besser? 11? 11, ja. Also ich weiß, leider geil, Alter, wie das abging damals. Leider geil. Morgen gibt's einen ersten Trailer. Snippet? Mini-Snippet gab's heute schon so 10 Sekunden, aber da schätzt nicht so viel, hey. Ich bin dir mal eine Zeit lang auf Facebook gefolgt. Was? Aber die haben immer nur so Scheiße gepostet. Hey, die sind so voll alternativ, so voll
Fresh. Fresh sind die. Ja, aber die haben immer so komische Sachen gepostet, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Dorn ist voll nicht individuell. Die auch nichts mit der Musik zu tun hatten. Leider geil. How to enlarge your penis. Das Gleiche, wenn ich, weil, also angenommen, ich skizziere jetzt eine Situation, völlig unabhängig davon, ob ich in der stecke oder nicht. Also, angenommen, man hat ein Early Access Titel bei Steam gekauft. So, dann folgt man auf Twitter dem Entwicklerstudio in der Hoffnung, über den Entwicklungsstand informiert zu werden. Und was, das Einzige, was die twittern, sind irgendwelche anderen Indie-Spiele, die die cool finden. Denkst du an dasselbe Spiel, was ich denke? Ja, tue ich. Hast du auch immer kleine Hasskicks, wenn du an dieses Spiel denkst? Ja. Ist das Spiel nicht mal fertig gemacht worden? Nein, es wird auch nicht fertig werden. Aber es ist auch nicht abgebrochen. Aber irgendwie, was Sache ist? Ich habe das Gefühl, da arbeiten, aber ist ein ganzes Team voller Amis am Werk. Hä? Sache ist! Also, wer ist ja gewiss gut aus. Ja, aber es sieht ja auch. Now tell the story! Ja. Ja, apropos Story, das Spiel ist übrigens Castle Story. Kauft es euch nicht. Es sieht geil aus, wenn es fertig ist. Wenn es fertig wäre, wäre es geil. Ich glaube, es wurde mir auch schon mehrfach empfohlen. Von Steam? Mhm. Ich hatte das Spiel sieht so vielversprechend und geil aus, aber seit einem Jahr hat sich da in Entwicklung nichts mehr wirklich getan. Kann ja auch sein, dass die mit einem nur hinterm Berg bleiben. Das kann ja auch sein. Dann in 10 Jahren kommt es. Es gibt leider keinen schnellen Ausgang. Ja, mit der Crysis 3000. Nächstes Jahr, ja genau. Aber ich hab mir vor ein paar Tagen das neueste Entwickler-Update-Video von Kingdom Come angeschaut. Kingdom Come? Das muss ich auch nochmal backen. Richtig, aber mindestens $45, sonst kriegst du keine Alpha. Ja klar. Klärchen. Habe ich das richtig verstanden, Däum? Ja. Den Namen? Kingdom. Ja, Kingdom. Come. Deliverance. Ist doch ganz einfach. Easy as A, B und C. Easy peasy lemon squeezy. Doch, ich brauche einen Eisgang hier. Andi, wie lange willst du jetzt noch an dem Ding hier rumwerkeln? Bis das gut aussieht. It already looks good. Dann haben wir jetzt die Techno Viking. Fertig. Okay. So, let's proceed to the next. So, erstmal müssen wir die Tür umlegen. Warte mal, geht das damit eigentlich auch? Sie weiß zu viel, dann wir müssen sie umlegen. Haha. Ich fand den gut. Badum! Pew Pew and Lazarus. So. Irgendwer bringt noch bald ein neues Album. Dann stop flying around. Ah ne, von AC/DC jetzt vor kurzem ein neues Album. Ja, nein. Das ist einfach falsch. Wollte einfach irgendein Lied machen. Das war gerade. Ich hab an TNT gedacht. Aber irgendwie war es das nicht. Ja, und was ist das? Left 4 Dead 2. Nein. Titelmusik, nicht? Nein, Payday ist sehr heiß, ne? Ja, genau, nicht Left 4 Dead. Der war noch deutlich besser als Payday 2, also der war auch gut, aber da ist irgendwie... Allgemein fand ich Payday 1 irgendwie, also es hat mich mehr motiviert als Payday 2. Ja, Payday 2 war schon ein cooler Content. Es geht gerade um Soundtrack. Nein, aber es ging jetzt auch ums Spiel, ne? Ja. Also vom Spiel her war schon dann richtig krass mit Payday 2, aber es war irgendwie... Es hat mich nicht. Das Konzept war halt nicht mehr so flashend wie damals. Das war irgendwie richtig. So neu und fresh. Es war das Call of Duty-Syndrom. Es war schon mal da halt. Man kannte es halt. Ey, die ersten 6 Call of Duty waren auch noch geil. Richtig, aber das Prinzip ist halt immer auch ausgelutscht. Ja, oder? Ich merke es, also Modern Warfare macht unglaublich viel Spaß, aber. Ah ja, genau, habt ihr es überhaupt schon viel gespielt? Er meint Advanced Warfare übrigens. Ja, Advanced Warfare. Es macht unglaublich Spaß, wenn du es mal spielst, aber... Es immer ist so, genau so geht's mir, es ist genau so. Wenn man erstmal spielt, macht Spaß, aber man kann sich irgendwie nie so richtig dazu aufraffen. Richtig, ich denke mir immer, du hast irgendwie ein paar Spiele, das wird sich jetzt mehr lohnen, die zu spielen. Also wenn du jetzt schon mal Zeit hast zu spielen, dann hast du Spiele, die sind besser. Also würden dir jetzt mehr Spaß und dann dementsprechend spiele ich es halt nicht. Also ich spiele es halt wenig, verhältnismäßig, aber wenn ich spiele, macht es verdammt Spaß. Ja, aber ich habe irgendwie nicht so Bock, das zu spielen. Ja, wir müssen mal wieder zu zweit spielen. Ja, es gibt so viele andere Spiele, die wir spielen können. Richtig, zum Beispiel Battleblock Theater. Oder CS. Ja, das auch. Andi, was kommt hier hin? So eine Art
Treppenhaus erstmal. Ich glaube, ich werde, während ich Weihnachten zu Hause bin. Du dann die Decke an? Ja. Ja, lass doch erstmal die Decke. Okay, meinen alten Laptop reaktivieren müssen. Warum? Damit ich irgendwas spielen kann. Such die! Reicht's nicht mit der, reicht dir die Familie nicht aus? Andi, was machst du denn bitte schön 2 Wochen lang? Also irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja, er hat ja seinen Laptop dabei und der ist ja. Siehst du, er ist der Sucht, der hat so einen Laptop. Ja. Wieso? Ich arbeite auch ziemlich viel dann. Ja, das sehen wir ja. Andi, vor einem Jahr hast du uns erzählt. Boah, da ist auch was. Das ja, ja, man weiß es. Also Sachverständige haben es rekonstruiert. Da sind eindeutig Sachen dazwischen gekommen. Andi hat vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, dass er das Intro innerhalb der Weihnachtsferien fertig macht. Und was ist jetzt ein Jahr später? Ist es immer noch nicht fertig? Soon. Damit verspreche ich ausnahmsweise immer nicht so viel. Die ganze Zeit. Aber ich hyperventiliere! Vor so viel Lügen! Aber dafür sieht alles, was ich bisher gesehen habe, vielversprechend aus. Ja, es muss halt noch die Zeit da sein. Also, geplant ist. Ich meine, irgendein Blockbuster-Movie ist ja auch nicht innerhalb von 1 bis 2 Jahren abgedreht. Hoffe ich, darüber lustig zu machen. Danke. Abgedreht ist er natürlich schon vorher, aber. Abgedreht und zugenäht. Rui. Däum, ich will dir das erklären. Und zwar. Ich habe Rui gesagt. So. Beim Rui meiner Mutter, hier kommt das Treppenhaus rein. Sie. Wir müssen uns überlegen. Nee, Andi. Der Antrag wurde nämlich abgelehnt, weil ich jetzt gleich mal die Folge beende. Aber Treppenhaus. Ja, ich hab. Nächste Folge. Swaggy Eingänge überhaupt. Mit Deepness und so, ey. Voll die Deepness. Und dann, braucht man hier drin ja so einen Incoming-Flur. Dann ist hier der Wachaufseher. Dann, ich glaube. Keller? Mach ich den Keller? Also, die Stadtwache braucht so 2-3 Zellen. Aber halt nicht mega viel. Aber erstmal so Arrestzellen. Wo dann der Däum hinkommt, wenn er wieder ausrastet. Wenn ihm niemand sagen kann, wo die Kathedrale ist, weil wir keine haben. Sowas halt, ne? Das kommt da rein und dann kommt da so Donuts rein und treten dann die Donuts auf. Die größten, ja. Die Band, die mich am meisten enttäuscht hat in meinem gesamten Leben. Ja. Das war ein Highlight. Oh, jetzt könnte Deichkind kommen oder Fettes Brot. Fettes Brot oder wer sind die Donuts? Kennt man die? Kenn ich nicht. Ja, die kennt man, aber. Nein, aber so war es doch damals. Ja. Das war auf einem Gamescom-Festival vor 2 Jahren. Und wir wurden herbe enttäuscht. Na gut, so, jetzt beende ich mal die Folge und dann bleibt noch. Ganz kurz. Nein! Das war der Special Act. Ja, also ja, die sind zwar bekannt, aber es war jetzt irgendwie nichts, was wir uns erhofft haben. Das war nicht der Special Act, den wir uns erhofft haben. Ja, so, in diesem Sinne. Waren wir jetzt hoffentlich der Special Act, den ihr euch erhofft habt. Und dann bleibt es eigentlich nur zu sagen. Gönn euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.